Dr. Hans-Peter Hutter, bekannt aus allen Medien aktuell. Es geht um die Einschätzung der Corona-Pandemie und der Gefährlichkeit der Viren, auch um Public Health. Da geht es ja um das Abschätzen von Unsicherheiten, von Problemen, von Einflussfaktoren. Ist das bei Corona jetzt schwieriger als bei allen anderen Dingen, die die öffentliche Gesundheit betreffen? Weil man ja den Eindruck hat, auch hier lernen alle Experten mit. Das Wissen reichert sich an. Die Unsicherheit ist auch da. Geht es der Experten immer selbst auch so? Ich denke im Moment nicht mehr, weil wir haben schon sehr, sehr viel gelernt. Natürlich gibt es offene Fragen. Das ist keine Frage, dass es offene Fragen gibt. Aber wir wissen auf jeden Fall, wie wir das Virus, die Epidemie eindämmen können. Punkt aus. Es gibt einige simple Maßnahmen, die kennen wir auch schon alle. Ich denke, der Schlüssel liegt nicht daran, dass wir nicht wissen, was zu tun ist, sondern dass in der Bevölkerung nach wie vor die Bereitwilligkeit, auch schon weil Frustration da ist, die Bereitwilligkeit da ist, das auch zu tun und mitzumachen. Das ist es im Grunde genommen. Sie haben ja auch erwähnt, dass Skepsis in Bezug auf mRNA-Impfungen nicht so ganz angebracht ist. So neu ist die Technologie gar nicht so. Die ist erstmals bei Impfungen eingesetzt, aber wissend diese Technologie betreffend sind wir schon länger. Ja, wissend sind wir schon länger, den Wirkungsmechanismus, wie es funktioniert, wissen wir seit den 90ern und noch einmal auch der Vektorimpfstoff, der ist ja immer im Gerede, ganz ehrlich, es gibt andere Impfungen, Dengue, Fieber etc., die laufen genauso. Mhm. Aber noch einmal, ich denke, es ist wichtig, dass wenn man Befürchtungen, Fragen hat, dass man sie auch dort stellt, wo man abgeholt wird. Es ist auch eine Frage, wie die Hausärzte und Hausärztinnen damit umgehen, dass man wieder sich dort anvertraut und sagt, heißt bitte oder Sie bitte, ich hätte da etwas, bin ein Wiggelwoggel, wie können wir das meistern? Also nicht etwa in sozialen Medien irgendwelche Hirngespinste verfolgen? Ich würde sagen, das ist wirklich Gift von der einen und von der anderen Seite. Ich weiß auch nicht, wie die Gesellschaft jetzt auch mit sozialen Medien und dem, was sich da abspielt in Zukunft, wirklich, wie man damit umgeht. Gerade jetzt, was sich da mit den Impfungen tut, ist ja teilweise schon schockierend, dass man das glaubt. Also das beginnt ja bei den Impfgelsen und endet dort, Stichwort Chip. Mhm. Das ist für mich erschreckend, dass man sich dem wirklich irgendwo annähern kann. Aber es ist so, daraus folgt, mit dem müssen wir auch umgehen lernen. Das heißt, auch Wissenschaftler stehen ein bisschen vor dem Phänomen, die Sachen liegen relativ klar am Tisch. Eine Impfung schützt einfach, man sieht ja auch die Infektionszahlen derzeit in den Spitälern, aber trotzdem gibt es eine gewisse Skepsis. Ja. Das ist korrekt, ich meine, eine gewisse Skepsis ist okay. Es gibt gar keine Frage, es gibt auch Fragen. Ich meine, vor jeder Operation wird man eine Frage stellen, wie ist denn das wirklich jetzt mit der Anästhesie? Und selbst wenn es da ein sehr niedriges Risiko ist, dass man nicht mehr aufwacht, ich sage es mal ganz unverblümt, wird man sich doch überlegen. Und das muss man dann eben mit dem jeweiligen Arzt, mit der Ärztin besprechen. So ist das. Und es geht wirklich nicht darum, ganz arge Hardline oder Hardcore-Leute da zu überzeugen. Es geht darum, dass wir noch ein paar überzeugen müssen, damit wir einen sicheren Polster haben. Ganz zum Schluss noch, ein möglicher Lockdown steht ein bisschen im Raum. Alle wollen ihn verhindern, die Politik, die Gesellschaft, Schulen und so weiter. Sie sind mit öffentlicher Gesundheit beschäftigt. Ja. Wenn es um künftige Lockdowns gibt, gilt es jetzt eben auch Dinge zu berücksichtigen, die den ersten eben nicht berücksichtigt waren. Was heißt denn das sonst für die Gesellschaft, zum Beispiel für überforderte Eltern oder für verlorene Semester, weil Schülerinnen und Schüler kein Netzwerk bilden können? Also das ist wirklich der Worst Case, oder? Das ist der Worst Case und den wollen wir nicht. Wir wissen, wie wir das auch schaffen mit den verschiedenen Instrumentarien. Der Werkzeugkoffer ist gut gefüllt. Das haben wir beim ersten und beim zweiten kaum gehabt. Stichwort die Tests, die haben wir. Nachverfolgung ist deutlich besser aufgestellt bis hin zur Impfung. Und der Mund-Nasen-Schutz, den muss man allen erklären, wie man anlegt. Also insgesamt haben wir ein super Repertoire. Es geht wirklich darum, und das ist mir jetzt wichtig, dass dieses Lange, das uns schon irgendwie am Nerv geht, dass man es auch beim Namen nennt, ist es bis daher. Mit dieser Frustration, mit dieser Pandemiemüdigkeit, von der wir schon übrigens im Dezember gesprochen haben, letzten Jahres, mit der muss man umgehen, das muss man auffangen, muss sagen, jetzt bitte, jetzt sind wir wirklich schon weit. Das schafft man auch noch. Herr Dr. Hutter, ein Optimismus am Schluss. Ja, vielen Dank fürs Interview. Ja, wir können das. Es ist nicht mehr so, dass uns das so treffen wird wie letztes Jahr im März.